Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Tanako, hier bei The Division 2. Und in diesem Video möchte ich euch mal einen ganz kleinen und einfachen Trick zeigen, wie ihr eine ganz bestimmte Belobigung freischalten könnt. Welche Belobigung es sich gerade handelt, blende ich mal eben ein, dann müssen wir einfach unter Fortschritt gehen. Belobigung. Und ich habe es jetzt schon einmal fertig gemacht. Das wäre dann hier die Verbrennungsauszeichnung. Mit einem Schemmwerfer und der Feuerteufel-Mod müssen wir einen Dampf entzünden und sechs Gegner in 30 Sekunden verbrennen. Ist auf jeden Fall keine leichte Sache, aber in diesem Video erfahrt ihr jetzt, wie ihr das ganz einfach und innerhalb von wenigen Sekunden erledigen könnt. Zunächst einmal müssen wir erstmal den Schemmwerfer ausrüsten. Dafür gehen wir auf unsere Fertigkeiten, wählen unseren Schemmwerfer und den Feuerteufel dafür aus. Haben wir schon ausgewählt. Jetzt gehen wir einfach ins Weiße Haus, runter in den Keller, dafür einfach geradeaus. Hier leicht links abbiegen, wieder weiter nach unten und zu unserem Schießstand. Dann gehen wir ganz links zum Wirkungsbereich. Schwierigkeitsgrad leicht auswählen. Hoffen, dass die Gegner bzw. die Scheiben ziemlich nah beieinander sind. Dann wählen wir jetzt einfach unseren Schemmwerfer aus. Ziehen einmal nach vorne. Und hoffen, dass wir auch alle Ziele erwischen. Ja, es sollte so eigentlich relativ gut passen. Schießen auch mal hin. Wählen unsere Waffe. Entzünden das Ganze. Und schwupps. Gut, hat er gerade vorführeffektmäßig nicht geklappt. Hier ist nur ein rotes Ziel. Die zwei lilanen kriegen wir sowieso nicht kaputt. Müssen wir das Ganze halt einfach, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, wiederholen. Dafür einfach, wie gesagt, hier auf leicht machen. Ich habe sowieso jetzt gerade schon abgeschlossen, deswegen taucht unten links in der Ecke das nicht mehr auf. Aber wenn ihr das alles richtig macht, taucht dann unten links in der Ecke Belobigung abgeschlossen auf. So, jetzt müssen wir eigentlich alle erwischt haben. Einmal ins Feuer zielen. Und zack, die Ziele sind weg. Jetzt müsste bei euch dann unten links halt die Belobigung aufploppen. Wenn das dem der Fall ist, geht ihr auf Fortschritt. Belobigung. Und habt dann hier nicht abgeholt, Verbrennungsauszeichnung und könnt euch einfach euer neues Emblem abholen und damit halt auch eventuell euren nächsten Rang in der Belobigung bekommen, um einen neuen Belobigungsbehälter freizuschalten. Ja, ganz einfacher Trick. Klappt doch wunderbar, solange wie es nicht gepatcht wird. Ich denke mal, es wird auch nicht gepatcht werden, weil ja. Macht es einfach so schnell wie möglich am besten. Und wenn euch das Video gefallen hat und irgendwie auch geholfen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Habt ihr noch weitere Fragen und alles, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo auf meinem Kanal hinterlassen würdet. Kostet euch nichts und tut euch auch nicht weh. Und ich würde mich halt sehr darüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Freunde. Ich bin's, euer Tanne Kohl. Und Servus.